Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Search. Wir sind immer noch ein bisschen dabei, uns etwas umzuschauen. Falls wir nicht irgendwas übersehen haben, irgendwelche Wege und so weiter. Das ist jetzt doof. Okay, das funktioniert wenigstens. Ja, wir könnten mal versuchen, die. Okay, das funktioniert nicht. Hier unten war. Was? Kam ich einfach zur Brücke, oder? Was war dann oben? Das war gar nichts. Okay, genau. Dann nach unten und dann versuchen wir vielleicht mal die Brücke von hinten zu säubern. So, aus Versehen bringe ich sie irgendwie immer um. Gerade. Etwas unfreiwillig, muss ich dazu sagen. So, leg dich nicht mit dem Donutkopf an. Das sag ich dir. Das ist schlecht, wenn wir beide runterfallen. Eigentlich wollte ich, dass nur du runterfällst. Naja, wenn wir beim Zug starten, ist eh gut. Willkommen zu Ihrem Besuch in Creo World und Ihrer Führung durch unser berühmtes Produktionszentrum. Also das ist praktisch dann im DLC bisher. So, hier wieder hoch, wieder über die Brücke, wieder nach unten und unser Zeug wiederholen. Eh nicht so viel. Ja, das Einzige, was ich immer noch nicht verstanden habe, ich habe jetzt mal so die allgemeinen Tipps online durchgelesen, ist das mit den Rüstungen. Das ergibt sich mir immer noch nicht, ob die dann schwerer sind oder nicht oder schon. Und ja, wie das läuft, das habe ich wie gesagt noch überhaupt nicht kapiert. Aus Versehen wieder umgebracht. Dynamo. Voltaik-Dynamo, irgend sowas. Und du machst was? Achso. Hat es ja nicht so gelohnt. So, dann schauen wir gleich etwas weiter. So, sind wir schon bei den Baggern wieder. So viel gab es gar nicht zu entdecken. Wie auch immer du das plötzlich konntest. Da so aus dem Nichts.
mich plötzlich anzuchargen. Nicht besonders freundlich. Ich werde euch nicht aufgeben. Niemand soll sagen, Benjamin Burke hätte sein Team im Stich gelassen. Ich habe den Weg zu den Fernzügen markiert. Da steht überall Exit in dicken roten Lettern. Nicht mal du kannst es verpassen, Smoothie. So, backstabbed. Ja, hier kann ich mich heilen. Praktisch, weil ich das halt immer wieder machen kann. Aufzug angefordert. Tja, schau, Aufzug, wenn wir lustig im Kreis rennen. Der alte Donutkopf. Wo ist eigentlich unser Kopf hin, als ob wir da wirklich drin stecken würden? Na, wer weiß, vielleicht ist es so. Du. Okay, ist jetzt irgendwie ungünstig. Ich würde euch gerne resetten. Ginge das? So. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Gerade. Ah, hier sind Treppen, okay. Ach, und damit kam ich hier hin, genau. So, mal wieder ein Körperteil abgetrennt. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Danke, das. Blocken scheinbar mittlerweile auch egal ist. Ja, Angriff war ja mal super unfair. Hast du Glück, dass ich... So, Giftmüllentsorgung. Ach, das war's, Gift.
Ah. Das Angriffsmuster kennen wir doch. Von den ganz ersten Gegnern. Sagte ich und wurde niedergestreckt mit 5600 Altmetall. Mann. Ach, ätzend. Willkommen zu Ihrem Besuch in Creo World und Ihrer Führung durch unser berühmtes Produktionszentrum. Folgen Sie einfach den Fußspuren bis zum Versammlungspunkt. Falsche Taste. Was ist das jetzt für eine Waffe? Ja, Schaden, Wucht, aber Geschwindigkeit ist wieder niedrig. Wollen wir ihn nicht. So. So, jetzt sind wir eh fast gleich wieder da. Hier 69 Meter. Jetzt werden es wieder mehr. So. So, gebacksteppt, auch dich. So, den Aufzug angefordert. Du nur noch etwas Energie gegeben. Dieser dezent wuchtige Sprungangriff von dem Gegner hat mich gerade etwas überrascht. Wir haben nur noch 2 Minuten. Wir dürfen uns mal etwas schicken. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich einfach überall durchlaufen. So. In etwa. Upsi. So. Gut. Du hast nichts verloren, du hast nichts verloren. Geht's hier direkt weiter? Diesmal schauen, dass wir nicht down in das Blaue laufen. Aua. Kannst du aufhören damit? So. So, ich wollte es unbedingt wiederbekommen. Also nicht wundern. So, und nochmal. So, bitte nicht. Lieber köpfen. Die Rüstung schaut cool aus. Ist das dann vielleicht wieder eine leichte, kann das sein? Kann ich das da schon nachschauen? Nee, so gar nicht, okay. Ein Erschütterungsmodul. Thank you.
So, neue Nachrichten. An alle Mitarbeiter von Sektor 12. Ich bin ungern der Überbringer schlechter Nachrichten. Aber nicht lizenziertes Glücksspiel verstößt gegen das Gesetz und birgt für Creo das nicht unerhebliche Risiko strafrechtlicher Verfolgung und Haftung. Aus diesem Grund sind alle künftigen Raging Drone Events mit sofortiger Wirkung einzustellen. Geborgte Drohnen und andere Firmenausstattungen können anonym zurückgegeben werden. Lasst mich nicht den Bösen spielen. Ich weiß ein packendes Drohnenduell so gut zu schätzen wie ihr, aber was wir hier machen, ist zu wichtig, um Verstöße dieser Art zu riskieren. Rick Ferguson. Okay, hier fanden wohl illegale Drohnenspielchen statt. Ich jetzt immer noch nicht kapiert, da vorne hat mich doch einer angesprochen. Ich soll mal zu ihr gehen. Und wo zur Hölle ist die? Weil ich habe die nirgends gesehen. Vielleicht war die dann ist jetzt auch schon weg. Vielleicht haben wir das schon falsch gemacht. Seltsam, keine Ahnung. Verdammt. Also, ich stand ja mal so überhaupt nicht in der Nähe von dem Ganzen. So. Diese dummen Dinger sind ganz schön nervig, muss ich sagen. So, dass das nicht geht, dachte ich mir fast. Okay, ist schon hinter der Tür einfach. So, ich sehe immer noch keine gute Frau. Oh, da war was. Gyrostabilisator. Was ist das denn? Verringert den Bedarf an Ausdauer beim Blocken von Angriffen. Auch nicht schlecht. Kann ich alle gleichzeitig hernehmen? So.
Kannst du dir jetzt mal bitte anvisieren? Das ist jetzt ungünstig. Jetzt bitte nicht sterben. Puh. Ich denke, ich verlor das Bewusstsein zu schnell. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen habe. Kalt auf den Fliesen, halb tot. Nur um in einem Albtraum aufzuwachen. Ich konnte mich nicht erinnern, wo ich war, wer ich war. Aber als ich diese Menschen gesehen habe, was ist mit ihnen passiert? Irgendwie habe ich es in die Servicestation geschafft. Die Bilder sind undeutlich, verschwommen. Ich erinnere mich an den Schmerz. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Angst. Ich habe nicht mal bemerkt, dass mein linkes Auge völlig blind war, bis mich die Medibay zusammengeflickt hat. Ich schätze, es geht mir jetzt besser. Sogar meine Sicht kommt langsam zurück. Okay. Oh ja, hat schon aufgehört. So, lieben, nochmal hinten rumgehen. Wir haben gerade so wenig Leben, dass ich etwas vorsichtiger spiele. Ist, denke ich, gut nachvollziehbar. Dee, kommst du noch? Ich habe gestern 30 Minuten auf dich gewartet. So lange kann ich nicht draußen sein. Ich brauche diese Dinge, aber wenn du sie nicht beschaffen kannst, ich habe andere Quellen, also mach dir keine Sorgen. Lass mich nur wissen, ob alles okay ist. Zugangsberechtigung erforderlich. So, ich dachte eigentlich, dass hier hinten noch ein Gegner stehen wird. So. Auch das Schema haben wir. Sehr gut. Abkürzung, Fragezeichen. Abkürzung wäre super und dringend nötig. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine Abkürzung ist. Hä? Was bringt mir das? Ich könnte runterspringen und total viel Schaden nehmen dabei. Ich weiß nicht, was mir das jetzt hier wirklich bringt. Ich habe gehofft, es wäre eine Abkürzung. Abkürzung wäre dringend notwendig gewesen. So, das hier können wir überladen. Auf jeden Fall. Ah. Zack, plus das ist der Aufzug von ganz oben. Und wir können oben an die Haltestation. Das wäre super praktisch. Ist das so?
Material. Ah! Ah, die Ultra-Abkürzung quasi. Hi. So. Du Hilfe, Warren? Es geht schon. Ich will einfach nur schauen, was wir noch so bauen können. Was. Verteidigung 6. Das hier hat Verteidigung 5. Das hier könnte. Die etwas bessere 4 von sein. Fragezeichen. Also das hier sind gefühlt keine leichten Rüstungen, oder? Keine Ahnung, wir stellen sowieso jede Mal her. Okay, wir können auch jede Rüstung upgraden. Ich weiß aber halt weiterhin noch nicht, welche ich upgraden will. Weil ich weiterhin noch nicht kapiert habe, wie Rüstungen funktionieren. Ich muss mir da vielleicht mal ein Guide durchlesen oder so. So, das hier wollen wir zerlegen. Wo ist der Unterschied? Also, dass es viel effektiver ist. Keine Ahnung. Das hier haben wir auch schon. So, auf jeden Fall können wir unsere Kernleistung ein paar Mal upgraden. Dreimal. Und dann könnten wir auch als Implantat statt das hier. Das hier nehmen wir meiner Berechnung nach zufolge. Müsste das ein bisschen mehr bringen. Kann das sein? Ja, aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.